So, wieder mal ein neuer Brief. Dieses Mal von Chuck Norris. Lieber Phantom, Nesco ist so nett und niedlich. So niedlich, dass sie ganz dolle drücken möchte. Tja, Informationen, die man eigentlich nicht so gerne haben möchte. Aber wie dem auch sei, Informationen, die man jetzt natürlich hier hat, sind ja folgende. Wir sind erst jetzt hier im Flammenfeld angekommen im letzten Part. Auf der Jagd nach dem dunklen Fürsten Seth, der unsere Kameraden in seinem Schloss gefangen hält. Naja, obwohl nicht mehr allzu viele Kameraden in seinem Schloss. Denn im letzten Part hat Isaac, der große Weise Let's Play Markus, drei unserer Kameraden, ja, schon mal in eine Höhle zusammengetragen. Natürlich gesichtslos. Hoffentlich finde ich bald das Gesicht von MiBot 301. Ja, drei unserer Kameraden der ersten, zweiten und dritten Generation hat er, sagt der große Weise Let's Play Markus, der uns aktuell, er sagt, auch begleitet, zusammengetragen in einer Grotte. Und wir haben im letzten Part dann auch noch damit begonnen, die Gesichter aus diesem schrecklich heißen Ort wiederzufinden. Mit Kira hat es schon mal geklappt. Jetzt suchen wir MiBot 301. Auf was für ein Monster es wohl kleben wird. Ich freue mich ehrlich gesagt richtig darauf, es zu erfahren. Halt, was sage ich denn da? Das ist eine ernste Angelegenheit und ich muss etwas unternehmen. Ja. Aber trotzdem, ich wüsste eigentlich auch zu gerne. Was für ein Monster MiBot 301 geworden ist. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das passt perfekt. Die MiBot 301-Wolke. Ja, man muss es einfach so sagen. Das Gesicht, was ich entwickelte, passt perfekt zu dieser lilanen Wolke. Aber auch diese Gewitterwolke muss eigentlich auch gleich vom Winde verweht sein. Warte, ich helfe dir. Blitz! Allerdings, ein Blitzmagie auf eine Gewitterwolke einzusetzen, ist jetzt allerdings nicht gerade die feine englische Art. Ist wirklich nicht gerade so perfekt. Okay, ich denke mal, dem Blumenduft. Alles in Ordnung? Warte mal. Oh, Heilmagie! Tja, da habe ich wohl Glück gehabt. Aber trotzdem, wir müssen ja sagt nochmal weiter heilen. Wir haben zwar an der Stelle die Unterstützung des großen Weisen ja mit dabei. Aber trotzdem. Überlass das mir! Bam! Tja, Kira hat die Beschützerrolle angenommen und schützt sich daraufhin auch noch selbst. Futtert dann erstmal eine Banane. Jetzt wird kräftig eingeheizt. Flammensäule! Ich helfe auch! Luftstoß plus eins! Tja, MiBot 301. Das mag jetzt vielleicht pieksen. Tja, MiBot 301. Nicht mehr allzu lange, ja. Und wir haben dich gleich von deinem Wolkendasein befreit. Okay, jetzt das Ganze mal ein bisschen beschleunigen.
inakzeptabel. Erste Sturaktion. Nochmal. Hey, das ist gut. Zweimal einen Sprunghieb einzusetzen. Ist genau das, was wir hier gebraucht haben gegen die Mi-Bot. Wolke. Tja, und das kommt davon. Hab Dank. Tja, Mi-Bot 301. Du wurdest gerettet. Und wir haben extra farbige Wolkenwatte gekriegt. Hoppla. Das war Nummer 2. Yo. Ich möchte möglichst bald Mi-Bot 301 sehen. Wir sehen ihn sicher bald. Auf nach Port Grotto. Ja, auf nach Port Grotto. Na, jetzt über 56 Leute gerettet. Es wundert mich allerdings, dass das im letzten Part nicht geschehen war. Wir hatten doch im letzten Part doch eigentlich auch 650 Leute gerettet. Oder 51. Wieso aktivierte sich das denn jetzt bei erst 652? Gute Frage, nächste Frage. Die Wollrüstung hier auf alle Fälle, die lassen wir jetzt nicht an. Wir nehmen, er sagt, nur die Werte an uns. Und ansonsten bräuchte Kira wie immer ein paar Mana-Punkte. Doch leider können wir damit nicht allzu viel anstellen. Wie es ja leider den Anschein hat. Also rücken wir wieder... Warte mal, das war falsch. Also rücken wir wieder aus. Wir rücken aus in Richtung Port Grotto. Mit einer guten Abkürzung. Um Mi-Bot 301 von seinem gesichtslosen Dasein zu befreien. Oh, Phantom, lange nicht gesehen. Kein Wunder, so ohne Gesicht. Unglaublich, dass der dunkle Fürst auch mich erwischt hat. Aber ich wusste, dass du mich retten würdest. Noch einmal vielen Dank, Phantom. Und auch dir, großer Weiser, Let's Play Markus. Keine Ursache, das war rasch erledigt. Jetzt fehlt nur noch ein Gesicht. Kümmern wir uns darum. Gott, Mi-Bot 301 hat sich uns wieder angeschlossen. Also los geht's. Wir retten jetzt auch noch Brocks Gesicht. Aber zuerst holen wir uns einen klitzekleinen Schatz mal ab. Oh, Aufsatteln 2. Ich muss ja sagen, zugeben, dass das Ganze jetzt hier so schnell ging. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na gut, da das Ganze jetzt hier ein bisschen schneller ging als erwartet. Na, was jetzt? Ah, er will in das Zimmer von Kira. Gut, das wollte ich ja sowieso, er sagt mal, machen. Die beiden sich ein bisschen anfreuen lassen. Hey, hör mal zu. Was ist denn? Ich habe neu etwas über Phantom gehört. Was ist das etwa wirklich, wa? Es scheint so. Das hätte ich ja nie von ihm gedacht. Da können wir mal wieder sehen. Das hätte ich ja nie gedacht. Thank you.
Tja, hat da jemand meinen Namen gesagt? Tja, was haben die bloß über mich gequasselt? Gute Frage, nächste Frage. So, ihr beiden, geht erstmal rein in den Trainingsraum. Lass uns Trainingsraum schwitzen. So, bin mal gespannt. Zeit für die Handelübung. Du schaffst das, Mi-Bot 301! Oh! Das reicht dann für heute. Ein kleines bisschen enttäuschend. Aber gut, ich habe immer noch ein paar extra Ausflugtickets hier dabei. Mal sehen, was haben wir schon vielerlei gesehen? Die Bücherei. Vielerlei die Bücherei. Da können wir das Ganze einfach ein bisschen beschleunigen. Falls es da etwas Neues geben sollte, werden wir das, sag mal, kurz vorlesen. Ansonsten Beschleunigung. Ah, die Sache mit dem guten Buch. Okay, da war jetzt eine sture Aktion eben mit dabei. Mal sehen, dann er sagt. Ja, einfach mal schnell einen Angelauszug. Oder hat hier jetzt Karaoke geklickt? Nein, doch er angeln. Tja, zwei sture Kämpfer bei einem Angelauszug. Ah, jetzt hat er es angebissen. Nicht schon wieder! Naja, ein Fisch wäre besser gewesen. Aber an der Stelle will man sich nicht beklagen. Level 4. Erreicht. Und wieder mal nix als Bananen. Dann geht doch einfach auch nochmal zum Karaoke. Tja, ein gefährlicher Weg zum Karaoke. Dieser Troll hat hier eigentlich überhaupt nichts zu suchen gehabt. Schalala, wuppdedu. Wenn Mi-Bot 301 singt. Schalala, wuppdedu. Irgendwie beruhigend. Schalala, wuppdidu. Irgendwie doch eher ein bisschen einschläfernd. Aber ehrlich gesagt, ich kann mich jetzt aktuell darüber nicht beklagen. Die beiden haben Ersack jetzt ein gutes Freundschaftslevel aufgebaut. Und noch einmal die Hantel-Herausforderung. Hat wieder mal nicht gereicht. Aber auch wenn das jetzt hier nicht gereicht hat, so kann man doch sagen, es war ausreichend. Wir müssen also hier doch ein paar andere Sachen machen.
Mann, die stellen sich aber heute ja nun wirklich extremst ja an. Die haben sich ja wirklich extremst ja angestellt. So, noch eine weitere neue Rüstung. Eine eiserne Rüstung für Kira. Sieht interessant aus. Und nehmen wir die dann erstmal. Gut. Die neue Rüstung werden wir dann auch so gleich auch mal im Einsatz begutachten können. So kann man das Ganze mal sagen, weil als nächstes geht es dann mal zum Reise-Zombie-Gourmet. Aber zuerst ein Kampf gegen zwei Blaurotaurusse. Ein wahrlich heftiger Kampf. Kira! Erster Beistand. Rächen! Rache! Okay, das wird also doch eine etwas größere Herausforderung als erwartet. Neue Technik, Tau des Lebens. Ah, stimmt ja, diese Technik besitze ich auch noch. War Mist. Also ich verstehe jetzt, er sagt nicht so ganz, wieso das nicht hinhaut. Anscheinend können wir sagen. Ja, anscheinend kann man nicht immer gewinnen. Das ist jetzt die Tatsache. Eine ziemlich große Tatsache. Tja, in der Tat, man kann es sagt nicht immer gewinnen. Aber dass wir es sagt gleich so stark verlieren mussten, das war ein bisschen schade. Na gut, dann nehmen wir erstmal den anderen Weg hier zur Schatzkiste und versuchen dann hier irgendwie mal Brock zu finden. Es wird allerdings auch eine ganze Weile dauern, weil er befindet sich ja irgendwo oben beim Quizfreak. Aber die Monster an sich scheinen jetzt irgendwie auch wieder mal ein bisschen schwächer geworden zu sein. War ein einfacher Magiekobold. Ist ungewöhnlich. Wozu steht der dunkle Fürst bloß all diese Gesichter? Gute Frage. Einfach gesagt, er benutzt sie, um seine Monster zu kontrollieren. Was soll das heißen? Nun, der dunkle Fürst erschafft allerlei Monster. Doch handelt es sich bei diesen Monstern zunächst um schwache Wesen. Sie sind, wie soll ich sagen, unvollständig. Was diesen Kreaturen Stärke verleiht und sie ihm zugleich untertan macht, sind... Die gestohlenen Gesichter? Exakt! Gesichter sind schon was Komisches. Ja, sehr komisch.
Tja, ein Gesicht, um sie zu knechten. Auf so eine Idee kommt er sagt bloß ein dunkler Fürst. Aber wir müssen er sagt jetzt nach oben gehen. Wir müssen unser Team vervollständigen. Und wir wollen er sagt nicht Kätzchen knuddeln. Dieser Moment ist ein bisschen falsch gewählt. Generell, der Weg war erst auch nicht gerade der beste. Muss man wirklich mal wieder so sagen. Gerade mal ein Gegner. Will mich darüber zwar nicht beschweren. Aber trotzdem. So, dann trainiere ich erstmal wieder ein bisschen mit Money. So, da erstmal unsere Angriffskraft. Weiter erhöhen, dann hier noch was zum Runterspülen. Mitnehmen. Babynahrung. Keine Ahnung, von welchem Gegner wir das hatten. Aber immerhin ja besser als nichts. Tja, aber jetzt müssen wir auch erstmal wieder Nahrungsmittel sammeln. Oder wartet, wie sieht's jetzt hier aus? Wieder eine neue Rüstung. Bleiben wir dann doch erstmal bei unserer Eisenrüstung. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Können wir sag einfach auch an diesem Quizfreak mal vorbeiziehen, weil was anderes als Bananen und so weiter kriegen wir hier wirklich eigentlich nicht. Aber gut, ich spiele dann doch erstmal das Spiel mal mit. Die Mii-Parade. Also, jede Menge Leute merken. Eine Chance, mal sehen. Zwei, drei, vier. Tja, gerade mal vier Leute, das war sagt ziemlich einfach gewesen. Und dafür kriegen wir jetzt wieder einen Haufen Bananen oder natürlich einen Haufen Bonbons. Tja, so viel dazu. Verdammt, so oder so müssen wir die Blau-Rot-Taurusse besiegen, um zum Flammenberg zu gelangen. Das ist nicht gut. Ob das Gesicht von Brock hier irgendwo ist? Brock, das waren noch Zeiten. Wie sah das Gesicht von Brock eigentlich aus? Ah, was soll's. Es fällt mir schon wieder ein, sobald ich es sehe. Ja, ja. Was waren das noch für Zeiten? Lange Zeiten. Zeiten, die schon längst vergangen sind. Passt irgendwie. Der Flammenbrock-Golem. Ideal. Ein starker Gegner. Vorsicht! Ha! Aua. Noch mehr Aua. Banane aktivieren. Und Blitzmagie. Und darüber hinauf. Satteln wir auf. Haha. Panzerung stärken. Neue Technik aktivieren. Panzerung.
Und wildes Geballer. Und noch einmal Blitz. Warte, nicht den Blumenduft, den Luftstoß. Ich helfe auch. Plus eins. Ein explosiver Schlag. Und eine Flammensäule gegen einen Golem einzusetzen. Nicht übel, oder was? Wir sind deshalb jetzt wirklich ziemlich gut vorangekommen. Tja, das war's wohl. Das waren erstmal alle drei Gesichter. Jetzt haben wir allen dreien geholfen. Ja, schon. Aber viele meiner Freunde sind noch nicht befreit. Ja, betrüblich. Aber wir müssen nach vorn sehen. Also auf nach Port Grotto. Na gut, was sollten wir auch sonst tun? Mal sehen, was Brock sagt. Naja, vielleicht haben wir allerdings mit ihm auch schon genügend Kampfkraft beisammen. Oh, nicht schon wieder Waluigi. Na, was für einen Brief haben wir jetzt erhalten? Ha, wie geht's? Ich habe mich geändert. Ich habe jetzt ehrliche Arbeit gefunden bei Walter. Bei Walter. Ach, das ist ja schön. Aber trotzdem, das hätte jetzt nicht sein müssen. Wir müssen jetzt verdammt nochmal so schnell es geht hier weiterkommen. So, jetzt will er sagt ein paar Zimmer regeln. Er sagt auch mal wieder hier ein bisschen schneller vorankommen. Geld ausgeben dürfen wir jetzt aus auch nicht. Tja, dann müssen wir wirklich erstmal die körperliche Stärke unserer Charaktere wieder mal erhöhen. Oder wir schauen mal kurz in der Spielhalle vorbei. Was gibt es jetzt hier? Ein luftiges, naja, dreimal luftiges Omelett. Wenn ich Glück habe. Und wir haben jetzt leider kein Glück. Wir kriegen jetzt bloß eine neue Rüstung für Kira. Dass man dabei bloß die Werte benutzt, ist ja klar. Zu schade, ich hätte auch zu gerne lieber das Omelett gehabt. Aber da wir jetzt so wenig Spielscheine ja besitzen, riskieren wir das Ganze jetzt lieber nicht. Und stattdessen holen wir uns unser drittes Teammitglied zurück. Und dann beginnt auch der Kampf gegen den dunklen Fürsten bald. Der Koch ist wieder da. Phantom, es war ja klar, dass du mich retten würdest. Wir sind zu neun aus der Burg des dunklen Fürsten geflohen. Ich wurde gestellt und geriet in Gefangenschaft. Hoffentlich geht es den anderen gut. Wir sollten rasch zur Burg aufbrechen.
Die anderen sechs warten gewiss schon auf eine heldenhafte Rettung. Oh ja, hier kommen die heldenhaften Retter. Tja, auf zum Flammenberg, die neue Mission. Aber wie gelangen wir jetzt, sagt, zum Flammenberg hin? Der Weg dorthin ist doch eigentlich versperrt. Oh. Der Weg dorthin ist nicht versperrt. Dann würde ich mal sagen, gehen wir erstmal zur Truhe hin. Und im nächsten Part machen wir uns auf den Weg mit unserer neu aufgestellten Gruppe in Richtung Flammenberg. Und wieder ist er bloß ein einziger Magiekobold. Naja, bisher läuft wirklich alles am Schnürchen. Aber das kann ja natürlich ja nicht ewig so gehen. Nein, 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 das kann nicht ewig so gehen. Da kommen Gewitterwolken auf uns zu. Naja, auf jeden Fall Wolkenwatte. Tja, und dann müssen wir auch noch mal kurz mal sehen, mit wem sich Brock jetzt am besten mal anfreunden tut. Ich würde mal sagen, zuerst mit Kira. Er sollte sich, glaube ich, zuerst mit Kira anfreunden.